Für Schäfer-Mischlingshündin Bella heißt das endlich raus. Gemeinsam mit über 50 anderen Hunden aus dem Tierheim Linz wird sie montags bis freitags von ehrenamtlichen Helfern zum Spaziergang abgeholt. Es kann jeder kommen, der 18 Jahre alt ist, muss einen Ausweis mit haben und muss halt geistig und körperlich in der Lage sein, dass ein Hund führen kann. Ja. Grundsätzlich sind es meistens die Pensionisten, die zu uns kommen zum Spazierengehen. Die kommen das ganze Jahr über in die Ferien. Halt viele Familien mit Kindern, die halt sonst eh keine Zeit haben, aber es halt einfach vormittag arbeiten müssen. Ja, ich habe gehört, dass die Hunde gerne rausgegangen haben und dass nicht immer genug Leute da sind, die mit einer gängen. Und dann haben wir sich gedacht, dann machen wir was Sinnvolles. Weil man denkt, sie sind arm und dass sie da wegen rauskommen, dass die Leute mit einer sich beschäftigen und so, weil da immer ist es fad. Wenn wir ankommen, ist er miert. Macht Spaß. Den Hunden gefällt das natürlich total. Ne? Also die freuen sich, da geht es um 9 Uhr dann schon zu, weil die wissen, um 9:30 ist soweit und haben dann natürlich einen vollen Spaß. Bella kam vor 1,5 Jahren ins Tierheim Linz. Nach der Scheidung ihrer Besitzer erhält sie hier Futter, Pflege und Zuneigung. Ein richtiges Zuhause kann das Tierheim aber nie ersetzen. Ein richtiges Zuhause kann das Tierheim nie sein, weil ein Hund will eine eigene Familie, eine Bezugsperson, die die einzige für ihn ist, oder mehrere Bezugspersonen schon, aber eine Familie, die eben für ihn da ist. Und er ist dann für die Familie da. Das kann das beste Tierheim nicht bieten. Gerade jetzt in der Urlaubszeit suchen neben den Hunden auch 170 Katzen und 80 Kleintiere ein neues Zuhause. Wer sich selbst kein Tier anschaffen möchte, aber dennoch helfen will, kann mit einer Patenschaft einen wichtigen Beitrag leisten. Patenschaft ist an und für sich eine finanzielle Unterstützung, dass einfach die Versorgung und die Verpflegung der Tiere gesichert ist. Das heißt, es gibt da 3 verschiedene Kategorien, arme Hund, arme Katze, arme Kleintier. In unserer Zeitung Streuner ist das auch ganz genau drinnen beschrieben. Wir haben uns das auch angefangen, dass wir eine schöne Urkunde gestalten, wo dann der Name drinnen steht und welcher Pate für welches Tier dann zuständig ist. Die Tiere können natürlich auch besucht werden. Und manchmal wird aus einem Spaziergang auch ein Platz auf Lebenszeit. Ich habe eine Freizeitbeschäftigung gesucht und habe überlegt, was ich machen kann. Daraufhin habe ich Kontakt mit der Frau Lydia Just vom Linzer Tierheim aufgenommen. Sie hat mir angeboten, dass wir uns kennenlernen und dass sie einen Pflegehund hat, den ich dann ausführen kann, spazieren gehen kann. Und ich bin dann am selben Tag noch hingefahren. Wir haben uns kennengelernt, ich habe die Chili kennengelernt, bin dann über Wochen mit ihr spazieren gegangen und darauf hat sich die Idee eigentlich entwickelt, dass ich die Chili dann fix übernehme. Auf www.tierheim-linz.at findet man alle Tiere, die noch auf ein neues Zuhause warten.